Ich habe mich in ein Buch sozusagen verlesen. Diese Majalis ist von Ramadan. Diese Majalis waren von Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah in einem von Ramadan, wo er dann in der Moschee war. Dann haben die dann, die Brüder, haben die Majalis dann, so wie was Suleiman jetzt gerade macht, vom Video zur Schrift. Und die haben das Buch veröffentlicht. Und er spricht dann über die ganze Zeit dann Ramadan systematisch so. Das ist richtig, fand ich sehr schön. Und dann habe ich gedacht, dann fangen wir mit diesem Buch erstmal an, damit wir dann auch ein bisschen ja, gucken, so wie die Video das ganze Thema so bearbeiten. Wenn diese PC mitmacht. Gut. Ja. Wer weiß, was für Fadila eigentlich Ramadan hat so? Warum ist Ramadan so eine erwartete Monat? Warum ist das so? Yani, Dhul-Hijjah ist auch großer Monat, ne, wo du Hajj machst, ne? Warum ist Ramadan so für Muslime so? Was ist da dran so? Was ist der Vorteil eigentlich? Wer weiß was? Ja, erzähl. Man kann sich dort ändern, also sein Charakter, sein Verhalten, weil man sagt ja, der Shaitan ist da gekettet in dem Monat. Da kann man Allah um Vergebung bitten, Okay. nachts auch beten. Okay. Allein wegen der Nacht, Laylatul Laylatul Qadr. Das ist auch so ein Ding, ne? 83 Jahre, Ibadah. Ach so, ist gut. Ne? Ja, 83 Jahre, das ist, ne? Über Allah Ta'ala uns und euch geben, diese Nacht. Ne? Was noch? Warum ist Ramadan so? Ne? Allah sagt, alle Taten sind für seinen Diener und das Fasten ist für mich. Und aufgrund dieser Sache kann es sein, dass wir Barmherzigkeit ja auch gerne kriegen. Gut. Positiv gedacht, Ahmed. Die Offenbarung der Bücher einschließlich des Oh, starkes Ding. Die Offenbarung der Bücher war Ramadan. Also Koran wurde in anzalnau fi Laylatul Qadr. Ah, das ist eine. Suleiman. Ich wollte dasselbe sagen. Dasselbe sagen, hä? Mustafa. Stimmt das, dass Adam a.s. der erschaffen worden ist? Stimmt das? Ich weiß jetzt kein Dalil dafür. Nee, weiß ich nicht. Die Belohnung der Taten wird vervielfacht. Die Belohnung der Taten wird vervielfacht. Super schön. Was noch? Warum ist Ramadan so leer? Bis jetzt haben Geschäftsleute mit mir gesprochen. Ja, Dass wir und sind Disziplin. Disziplin. Ah, jetzt geht auf andere Ebene jetzt. Jetzt springen wir. Gottesfürchtiger zu sein. Gottesfurcht, la'allakum tattaqun. Als Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, Ramadan ist für euch zur Pflicht geworden, hat Allah tabaraka wa ta'ala die erste Begründung gesagt, la'allakum tattaqun. Und Taqwa ist eine Ebene, die im Herzen startet oder draußen startet. Wo entsteht Taqwa zuerst? Im Herzen. Gottesfurcht entsteht eigentlich drin. Ramadan, das Ziel von Ramadan, das ist von wo? Außen oder von innen? Dass ich von innen anfange. Hier wird gesäubert. Wieso? Weil wenn da drinnen sauber ist, dann automatisch, was wird draußen passieren? Automatisch. Musst du nicht viel machen. Ne? Du sagst zu deinem Nefs, wir machen das, denn die kommt mit. Du sagst, wir machen das, wir lassen das, dann die lässt. So, drinnen ist, es funktioniert, läuft bei einem. Ja? Das erste Ziel von Ramadan, dass du, ich finde es immer so schön, wie wir jetzt vorhin gesprochen haben, ist auch sehr wichtig, dass wir diese Lohn wahrnehmen. Es ist auch nicht so, dass wir sagen, ja, es interessiert uns nicht der Lohn oder wie vielfache der gute Tat wird oder. Nein, das sind alles Sachen, die wir brauchen auch letztendlich. Ne? Aber Ziel ist nicht das.
Ziel ist, dass du aus Ramadan rauskommst, von innen ein bisschen was verändert. Verändert. Und dann kommt natürlich diese zweite Sache, was der Bruder gesagt hat, das Disziplin. Wo entsteht Disziplin eigentlich? Wo? Auf welcher Ebene entsteht Disziplin? Körperliche Ebene oder geistliche Ebene? Wille, ja. Hä? Welche Ebene sind wir gerade? Geistlich oder körperlich? Disziplin, geistlich, natürlich geistliche Ebene. Disziplin entsteht im Kopf. Wenn du im Kopf nicht diszipliniert bist, dann können deine Taten nicht konsequent sein. Versteht ihr den Zusammenhang? Wenn du drinnen keine Disziplin hast, automatisch reflektiert das sich an deine Taten, dass du Taten nicht bis Ende ausführst. Du kommst schneller aus dem Atem. Wieso? Disziplin ist nicht voll. Und wenn Disziplin voll ist, dann du ziehst es durch bis der Arzt kommt, wie man sagt, ne? Auf gut Deutsch. Was noch? Erzähl. Die Tore von Jahannam werden geschlossen. Ja, und die Tore des Paradies werden geschlossen. Tore von Jahannam werden geschlossen. Tore von Jannat öffnen sich. Jetzt reden wir über eine Sache, die sichtlich ist oder verborgen ist. Verborgen ist das. Also, dieser Aspekt gehört die Taten oder die Aqidah? Aqidah. Ja? Wenn ich Akhbar nehme, wenn ich Nachrichten bekomme, die mit Aqidah zu tun haben, dann was mache ich? Automatisch nehme ich es hin, wie es ist, ohne zu fragen, wie, oder ich kann das nicht sehen, oder ich kann das nicht nachvollziehen, oder was auch immer. Versteht ihr das zusammen? Aber alles, was eigentlich Nachrichten ist, drei, was du nicht gesehen hast, kein Menschen gesehen hat. Aber das Verborgen ist eine Sache, die du einfach nur hinnehmen sollst, dran glauben sollst, fest dran glauben sollst, aber nicht danach fragen sollst. So wie das hier, wie jemand nimmt, dass die Tore von Jahannam werden zu, Tore von Jannah. Top. Hast du irgendeinen Dalil dafür? Außer, dass der Prophet das gesagt hat? Du hast keinen Dalil, du hast keinen Beweis. Dein Beweis ist, Rasulullah hat gesagt. Das ist dein Beweis. Aber physischer Beweis, dass du irgendwie, das ist heißer geworden oder ist schöner Parfüm von Jan. Du nimmst nichts wahr. Aber das ist rein Glaubenebene. Über solche Sachen, du fragst dich hier auch nicht rational, wie ist das zu verstehen? Weil du weißt, du wirst es nicht verstehen. Wieso? Du kennst Jannah nicht, du kennst Jahannam gar nicht. Du weißt, wenn du das der Ursache nicht kennst, dann die Reflexion auch nicht. Ja? Das ist alles, was Reib, was verborgen. Das ist der Grundregel, dass du hörst Namen Allah Ta'ala. Bevor Allah Ta'ala uns diesen Namen mitgeteilt hat, wer wusste das? Gar kein Mensch. Welche Malaika wusste das? Gar keine. Gar keine kannte den Namen von Allah Ta'ala, bis Allah Ta'ala uns gesagt hat, meinen Namen. Wo? Durch Prophet A.S.W. im Hadith oder in seinen Namen, der im Koran subhanahu wa ta'ala erwähnt. Oder. Aber vorher, wer wusste darüber? Null. Kein Malak, kein Mensch, gar nichts. Ja? Aber sehr, sehr wichtig. Wenn du hörst, Allah subhanahu wa ta'ala spricht über seine Hand. Hand Allah ta'ala. Glaube. Oder ist es Glaube oder was ist das? Ist es Aqidah oder was ist das? Aqidah definitiv. Weil eigentlich Aqidah ist immer so, wo du anteilig nichts an Taten bringen musst. Außer, dass das Herz von innen dran glaubt. Mehr nicht. Von dir ist nichts mehr verlangt. Aber alles, der so aussieht, heißt Aqidah.
Und diese Aqida sind Sachen, die entweder wir sehen sie oder haben wir Beweise dafür oder Sachen, die verborgen ist, die komplett ohne Dimension. Wir haben keinen Vergleich dafür. Und das ein davon ist, was alle Nachrichten, was Allah subhanahu wa ta'ala angeht. Gibt es zu Allah subhanahu wa ta'ala irgendein ähnliches? Gibt es ja nicht. Deswegen, er ist ein alleine in seinem Dasein. Es gibt keine Vergleiche, die wir ziehen können. Aber eigentlich die Option, dass ich das in Vergleich ziehe, ist eigentlich von Anfang an gleich null. Aber warum gehe ich dann überhaupt irgendeinen Weg und versuche das zu klären? Wohl, ich weiß, dass ich vom Dien her nicht klären muss. Doch was ist mein Beweis da drin? Ist, dass die alle Generationen, die besten Generationen, unter die Sahaba, Tabi'in und Salaf al-Salih, das nicht geklärt bekommen haben. Und ihre Dien war hundertprozentig. Gar die besten Generationen. Ja, das reicht. Ja, was brauche ich denn noch? Ich als Moslem, was brauche ich denn noch? Dass ich eine hundertprozentige... Ja, aber das, was denen reicht als Dien, reicht mir auch. Ich muss nicht überbieten. Zumal ist eine Sache, die verborgen ist, die keine Gleichnis hat. Ich weiß nicht, wie ein Gott aussieht. Ich habe keinerlei... weiß ich nicht. Und wenn ich das Daseins ein Gottes mir nicht nachvollziehen kann, vom Kopf her, jetzt seine Dasein, nicht seine Existenz. Dasein ist nicht die Existenz. Ne? Dass Allah Ta'ala existiert, das ist klar. Dasein, so sein Nafs, sein Zed. Sich, subhanahu wa ta'ala. Ja? Es gibt keinen Vergleich, den ich ziehen kann. Denn ist es bei den Nachricht zu bekommen, daran zu glauben und bisher und fertig ist, und dann halte deine Zunge und dein Ver- und halte da raus. Du musst nicht Ta'wil machen und Tafsir, musst du nicht. Denn meistens, wenn du Sachen machst, wo du nicht beauftragt bist, machst du sehr schlecht. Und viele Fehler werden drin sein, weil dieser Weg ist nicht gesegnet. Zumal von dir wurde nicht verlangt, diesen Weg zu gehen. Und das hat 300 Jahren gereicht, unter die besten Generationen, dass die Aqida so geblieben ist, wie Aqida von Al-Hadith. Und fertig ist. Die Laube, wie man gut auf Deutsch sagt. Ne? Fertig ist die Sache. Was kommst du denn Jahrhundert später und versuchst du mir zu erklären, dass wir Yadullah, Hand Allah Ta'ala deuten müssen. Und Gesicht Allah Ta'ala deuten müssen. Und Allah Ta'ala lacht, deuten müssen. Und Allah Ta'ala zornig ist, deuten müssen. Und Allah Ta'ala kommt entgegen seinen Diener. Wieso muss ich, wer sagt, wir müssen es deuten? 300 Jahre sind vergangen und hat keiner gesagt, wir müssen es deuten. Und das Übelste ist, dass man heutzutage dir noch verkauft, dass diese Art, diese Schule von Ta'wil und Tafsir und Philosophie, das ist die wahre Ta'wil, und die Schule von Salaf al-Salih ist die Wahhabiyya, die was weiß ich, die. Geschichte hören wir, ein Alim aus Saudi-Arabien war in der Türkei, 70er. Und als er in der Türkei war, in Istanbul und so, yani, hat er wirklich gemerkt, dass die Aqida von Salaf al-Salih bei den Türken ist No-Go, gibt es nicht. Ne? Und das sind alle Wahhabiyya und Wahhabiten und bla bla. Dann hat er, guck mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Ulama Ilham gibt. So, ne? Dann hat er Kitab al-Tawhid von Sheikh al-Buhab genommen und hat beide außen gerissen. Und hat das Buch genommen und zu den Moschee da, wo er gebetet hat, zu den Imam, zu dem Hodja. Er ist hingegangen und sagt, ich habe dieses Buch gefunden und ich verstehe, ich weiß nicht, was da drin ist. Kannst du mir bitte das lesen und mir sagen, was das ist? Dann der Hodja hat gesagt, okay, dann kommst du zum nächsten Gebet und dann ich sag dir, was das ist. Nächstes Gebet, geht den Alim hier hin, sitzt vor dem Hodja
Ah, Hajam, wie fandest du das Buch? Ja, so ein sehr tolles Buch. Sehr gut. Das ist genau, das ist die Akida von Muslimin. Ja? Was passiert? Dann sagt er den Alim, Allah, das ist der Kitab, so eins zu eins, das ist Kitab von Sheikh Muhammad ibn Abdul-Wahhab von Akida. Kitab al-Tawhid. Nein, das kann nicht sein und das kann nicht sein und fing an zu diskutieren. Versteht ihr, Schmein? Man, heute verkauft man dir, dass diese Akida ist die Bid'a-Akida und dass du von die Leute, die Jism, also Mujassima seid, dass Allah Ta'ala Körper zuweist und Kalam. Ein so ein kleiner Abdurrahman, wenn du ihn fragen würdest, kannst du Allah Ta'ala einen Körper machen, er wird dir sagen, nein, kann ich nicht. Das ganz musst du nicht schlau sein, um das zu wissen. Musst du gar nicht. Geschweige, dass du ein Alim bist. Zumal wir haben den Kalam von Mujassima. Wir wissen, wie die Mujassima, was ihre Akide ist und was die machen. Das wissen wir doch. Über dementsprechend, entweder liest du nochmal über Mujassima oder halt mal deinen Mund. Ganz simpel, ist ganz einfach. Lies nochmal Bücher über Mujassima, damit du weißt, die Akide von Mujassima. Und dann kannst du direkt wirklich vergleichen. Wenn du das nicht machen müsst, dann hat man Luft. Alles gut. Verstehst du, ich meine?